Hallo, meine Lieben. Lang ist es her. Ich weiß, ich vernachlässige euch. Mein Leben ist einfach viel zu beschäftigt. Und um dieses kurze Video hier zu drehen, das hat schon ein bisschen Aufwand gebraucht. Und jetzt wird es früh dunkel, dann ist meine Ausleuchtungsmöglichkeit da abgebaut worden und die andere Lampe ist weg, also muss ich das Tageslicht abpassen. Und die Zeit, wo Tageslicht ist und ich gerade Zeit für ein Video habe, ist super kurz. Aber jetzt habe ich gedacht, das habe ich schon jetzt seit Wochen im Schrank liegen, die Idee zu diesem Video, jetzt muss es mal sein. Ja. Es geht um das Thema Sterngucker. Und da dachte ich, da mache ich einen Wäschetalk draus. Aber ich kann jetzt nicht nebenbei Wäsche machen eigentlich, weil ich euch nämlich das was zeigen will, wie das. Verschiedene Sachen. Genau. Aber die Wäsche steht da hinten und guckt mich an. Und muss eigentlich wegsortiert werden, aber man kann ja mal eine Pause machen, nicht? Also, ein Sterngucker, was ist denn das? Ein Sterngucker, die Bezeichnung kommt eigentlich daher, dass wenn das Baby geboren wird und die Frau bei der Geburt auf dem Rücken liegt, das Kind nach oben zu den Sternen guckt. Also so hier, Baby wird geboren und guckt nach oben. Normalerweise gucken Babys nach hinten, wenn sie geboren werden, also nach unten bei einer Geburt in Rückenlage. Aber ein Sterngucker ist andersrum. So, der ist halt nicht andersrum, weil er plötzlich denkt, ich drehe mich rum, sondern das ist dann schon vor der Geburt oder während der Geburt. So, Babys drehen sich am Bauch. Und eine Geburt eines Sternguckers ist sehr viel anstrengender, gewöhnlich sehr viel länger und endet häufiger im Kaiserschnitt. Und deswegen will man das eigentlich nicht, Sterngucker-Geburt. Man liest natürlich auch immer mal Geschichten, Sterngucker ging ganz super und einfach, aber das ist meistens dann ein nicht das erste Kind auf jeden Fall. Und naja, wenn man dann genauer hinhört, ging die Geburt dann doch schon ein bisschen länger und war anstrengend. Also man will eigentlich lieber keinen Sterngucker haben. Ein Sterngucker liegt schon im Bauch vor der Geburt mit dem Rücken nach hinten. Das nennt sich auf schlau auch hintere Hinterhauptslage. Also das Kind liegt so rum im Bauch statt so. So wird es normalerweise drin liegen. So. Ach, die Kamera ist zu weit oben. So, irgendwie so soll es liegen in der vorderen Hinterhauptslage. Das heißt, das Hinterhaupt guckt nach vordere Hinterhauptslage. Hintere Hinterhauptslage heißt, das Hinterhaupt, Kopf hinten, guckt nach hinten. Eigentlich ganz einfach, aber Sterngucker ist noch einfacher zu sagen. Und da wissen die meisten ungefähr, was damit anzufangen. Wie kommt das dazu, dass das Kind so rumliegt und nicht andersrum? Da gibt es verschiedene Gründe. Einmal eine Vorderwandplazenta. Ich hatte beim letzten Kind eine Vorderwandplazenta und dieses Kind lag ziemlich lange als Sterngucker. Hat sich dann aber zur Geburt gedreht und ist richtig rum rausgekommen. Also die meisten Babys drehen sich irgendwann während der Geburt. Aber bis es dazu kommt, kann es manchmal ein bisschen länger dauern. Ja, also eine Vorderwandplazenta kann einen Sterngucker begünstigen. Aber es gibt noch andere Faktoren, die wahrscheinlich vielleicht sogar häufiger sind. Hier in meinem schönen Buch, das ihr euch unbedingt kaufen müsst, natürlich, habe ich das auch thematisiert. Und da gibt es ein paar Bildchen dazu. Die Körperhaltung. Die Körperhaltung spielt eine wichtige Rolle, wo das Baby mehr Platz im Bauch hat. Wenn man jetzt so nach hinten gefläzt, bequem im Sofa sitzt oder auch am Schreibtisch, dann hat das Baby hinten im Bauch mehr Platz als vorn. Und dann tendiert das auch eher, sich dahin zu legen, weil das nutzt halt den Platz, der da ist. Wenn man aufrecht sitzt, aber die Knie möglichst tiefer als das Becken, dann ist vorn mehr Platz im Bauch. Und das ermutigt das Kind, sich eher nach vorne mit dem Rücken zu legen. Man kann auch, um das zu unterstützen, häufig in Vierfüßlerstand gehen. Und natürlich immer schön auf die Körperhaltung achten. Was in unserer modernen Gesellschaft immer so eine Sache ist, ne? Aber man kann sich das einrichten, wenn man weiß, dass das eine Rolle spielt.
Was auch eine Sterngucker-Lage begünstigen kann, ist während der Geburt, wenn man da auch so rückwärts gelehnt sitzt, was in vielen Kreisbetten der Fall ist, dann vielleicht noch CTG dran, unbeweglich, nach hinten gelehnt. Das passiert häufiger, dass sich ein Kind während so einer Geburt in so einer Haltung einfach mal im Rücken nach hinten dreht. Und dann wundern sich die Geburtshelfer, warum geht denn das nicht voran? Warum ist das denn so sauschmerzhaft? Aber da kommt dann meistens gar keiner auf die Idee, danach genauer zu gucken. Gibt es vielleicht eine PDA und man wartet ein paar Stunden und irgendwann stellt man dann fest, ja, es klappt halt nicht, machen wir einen Kaiserschnitt. Und beim Kaiserschnitt heißt es dann, oh, das Kind hat ja nach oben geguckt. Und ich denke mir dann, Mann, das hättet ihr viel früher rausfinden können. Und das hätte gar kein Kaiserschnitt sein müssen, ziemlich sicher, wenn man Übungen gemacht hätte, um das Kind zu drehen, raus aus dieser Rückenlage. Aber nee, man wartet dann einfach ab. Das Traurige ist, dass das selbst bei Hausgeburtshebammen oft, naja, nicht vorhandenes Wissen ist. Ist ja klar, die lernen in der Klinik und wenn man dann nicht sich noch ganz viel außerhalb informiert, dann weiß man halt nur, was in der Klinik gelehrt wird und weiß das halt nicht, dass das ein Problem sein kann. Das Witzige ist, ich erzähle euch dazu eine Geschichte. Eine Freundin von mir hat mich gefragt, ob ich sie bei der Geburt begleite. Und ich habe sie schon bei der Geburt davor begleitet, also habe ich sie dann noch bei ihrer letzten Geburt begleiten wollen. War ihr fünftes Kind, wenn ich mich nicht verzählt habe. Jedenfalls fing die Geburt an, aber es war ganz anders als sonst. Sie hatte Wehen, so 15 Minuten Abständen. Die waren so schmerzhaft, dass er dann schon gesagt hat, obwohl die eigentlich überhaupt nicht so drauf ist, dass er schon gedacht hat, oh, ich gehe in die Klinik. Und die ist überhaupt nicht so. Und dann war ich schon losgefahren. Und dann hat sie gesagt, nee, das geht nicht vorwärts hier. Und das ging dann so den ganzen Tag, mehr oder weniger. Und dann das ging schon den ganzen Tag. Und als ich losgefahren bin und dann doch wieder nach Hause, dann, genau, das war einfach nur schmerzhafte Wehen und es ging nicht vorwärts. So ein typisches Zeichen, schmerzhafte Wehen in relativ großen Abständen. Und ja, boah, komisch. Also habe ich sie gefragt, wie liegt's denn? Und anhand der Lage im Bauch, wo gehen die Tritte hin, kann man doch ganz gut einkreisen, wie es liegt. Also man braucht nicht unbedingt einen Ultraschall oder nachher einen Kaiserschnitt, um zu sehen, das Kind guckt nach oben. Da gibt es auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, die Tritte vom Baby sind vorne am Nabel. Da, in der Mitte. Ein Baby, was so rumliegt, tritt natürlich nach vorn. Natürlich können die auch ein bisschen schräg liegen, aber irgendwo um Nabel und vorn ist recht typisch. Wenn das Kind so rumliegt mit dem Rücken nach vorn, dann gehen die Tritte eher typischerweise hinten unter die Rippen, auf irgendeiner Seite, rechts oder links. Und was man auch typischerweise fühlt, wenn das Kind mit dem Rücken nach hinten liegt, da ragt der Po ziemlich dominant raus. Aber der Rücken, den fühlt man irgendwo, weil der ist nach hinten. Normalerweise, wenn das Kind so liegt, fühlt man den Po und in Verlängerung so den Rücken. Aber wenn das Kind als Sterngucker liegt, dann hat man so fette Beule hier vorne. Hat man das Gefühl, boah, das ist ja riesig. Ja, Po und mehr ist nicht. Das ist auch recht typisch. Und was dann auch noch typisch ist, ist Schmerzen auf der Symphyse. Füße, auf der Symphyse, das ist das Schambein vorne. Das Kind liegt dann nämlich mit dem Kopf drauf. So. Und drückt da drauf. Normalerweise liegt das Kind ja so und beugt aber gut den Kopf, wenn es den Rücken nach vorne hat, und rutscht hinter der Symphyse rein. Wenn es aber so liegt, hat es die mütterliche Wirbelsäule im Rücken, kann sich also nicht gut beugen. Und dadurch ist der Kopf halt eher gerade statt gebeugt und hängt dann oft auf der Symphyse fest. Und das tut weh. Da kann sich's richtig festfahren und das ist einfach sauschmerzhaft. Das kann auch im Verlauf auftreten. Also am Anfang kann es sein, man merkt es noch nicht, aber je tiefer das Kind versucht zu kommen, je mehr die Wehen das nach unten drücken. Aua. Ja, jedenfalls habe ich sie dann so ein bisschen gefragt, wie liegt's? Und dann war mir ziemlich eindeutig, das Kind liegt so hier. Und dann war auch klar, warum das so der Geburtsverlauf so ist. Also man muss die Puzzleteile zusammensetzen. Dann ergibt sich sehr oft ein eindeutiges Bild. Dann
Genau, wenn man das einfach so laufen lässt, dann ist es oft so, dass das Kind sich irgendwann im Geburtsverlauf, nach vielen Stunden meistens, irgendwann dann doch noch rumdreht. Oft, wenn es Beckenbodenebene erreicht hat, weil das dann so ein Widerlager bildet, der Beckenboden, und da kann sich dann dagegen drehen. Aber ehe das dann mal soweit ist, da ist die Mutter schon ganz schön erschöpft. Und deswegen werden diese Geburten halt auch oft Kaiserschnitte, weil das eben so schmerzhaft ist und so lang dauert. Am schwierigsten ist natürlich, wenn es das erste Kind ist und wenn es ein sehr großes Kind ist. Weil das Kind muss sich drehen. Beim ersten Kind ist alles noch sehr straff. Die Kinder können sich oft nicht so gut drehen im Becken, weil alles noch das Gewebe gut hält. Ist noch nicht so ausgeleiert wie bei alten Frauen. Oder wenn das Kind eben sehr groß ist. Weil sehr große Kinder, die füllen in den Raum aus und die können sich auch nicht so leicht drehen. Und wenn ein Blasensprung schon war, ist auch nicht so günstig, weil dann fehlt das Wasserpolster und dann dreht sich es auch nicht so gut. Ja, genau. Deswegen, ich begleite ja ab und zu Geburten und ich bin auch schon mal zu einer Geburt dazugekommen und ein bisschen spät gerufen worden und das Kind hatte sich schon ziemlich festgefahren in Sterngurkenlage und da war nichts mehr zu machen. Die Frau hat dann vor Schmerzen ab in die Klinik und Kaiserschnitt. Deswegen finde ich das total wichtig, vor der Geburt zu wissen, wie liegt das Kind. Damit man nachher keine Überraschung hat. Weil man kann einiges machen, schon vor der Geburt, um dem Kind in eine bessere Lage zu helfen. Also das muss man nicht erst bei der Geburt entdecken und dann, oh, oh, kann man natürlich auch. Aber je länger es in der Geburt rein ist, umso schwieriger wird es, weil das Kind sich halt ziemlich festfahren kann in der schlechten Position. Ja, was kann man machen? Hatte ich ja schon genannt, Vierfüßler, aufrecht sitzen. Am Hohlkreuz arbeiten, ein Hohlkreuz begünstigt es auch, dass das Kind sich nicht gut eindrehen kann. Und die Übungen von Spinning Babies. Da gibt es, ich glaube, die heißen inzwischen drei Basisübungen, die man in der Schwangerschaft machen kann, um Platz im Becken zu schaffen und das muskuläres Gleichgewicht herzustellen im Becken, Beckenboden und so weiter. Könnt ihr auf der Spinning Babies Webseite gucken, spinningbabies.com. Mit dem Übersetzungstool geht das auch auf Deutsch. Oder auf meiner Webseite habe ich auch was unter Optimierung der Kindslage. Da habe ich auch die Übungen, die man machen kann. Und dann gibt es noch eine Zauberübung, mit der schon öfters Frauen geschafft haben, auch während der Geburt, einen Sterngucker zu drehen. Und die zeige ich euch gleich mal. Und ich erzähle euch mal die Geschichte noch weiter von der Geburt von meiner Freundin da, die ich begleitet habe, wo das bei ihrem letzten Kind irgendwie nicht voranging. Und das Kind lag als Sterngucker. Ich habe mir dann diese drei Übungen gesagt. Das ist so eine Dreiklang aus drei Übungen. Miles Surcoot heißt das. Das ist Englisch mal wieder. Kann man sich natürlich übersetzen. Miles, Miles. CIRCUIT.com ist eine Webseite, da ist das mit Bildchen schön erklärt. Ja, habe ich ihr geschickt, mach doch mal diese Übung. So, dann hat sie mit ihrem Mann diese Übung gemacht und in 0,nix ist das Kind quasi rausgefallen. Sie hatte dann Pressdrang und sagte, oh Mist, jetzt kommen die nicht mehr rechtzeitig. Also sie hatte eine Hebamme und mich und wir hatten beide. Also die Hebamme hatte ein bisschen näher dran und ich hab eine Stunde, glaube ich, Fahrt gehabt knapp. Und sie hat dann gemerkt, oh Mist, ich habe Presswehen. Das schaffen die nicht mehr. Naja, dann ist das Kind ohne Hebamme und ohne mich geboren, einfach so. Also das ist quasi rausgefallen durch diese Übung. Und vorher hat es stundenlang dran rumgemacht. Und das Witzige war, die Hebamme, das ist eigentlich eine erfahrene Hausgeburtshebamme, aber die glaubt da nicht dran. Glaubt nicht, dass es sowas wie Sterngucker gibt und dass man irgendwie mit Übungen irgendwas verbessern kann oder irgendwie sowas. Aber das war so ein anschauliches Beispiel eigentlich. Ich meine, die hat ein Kind gehabt, das war so leicht, das war nicht viel schwerer als 2 Kilo, aber es war halt blöd eingestellt. Und dann, das reicht aus, dass es eben so zäh geht bei der Geburt. Ja, das hat mich schon beeindruckt, so wie schnell das ging. Und dass die Hebamme so, nee, das gibt's doch gar nicht. Dass ich halte das für. Das ist halt schade, ne? Also, so vielen Frauen kann damit geholfen werden, aber selbst Hausgeburtshebammen wissen das oft gar nicht.
und warten dann einfach nur ab. Und statt dass man was machen könnte oder was macht, geht es dann ins Krankenhaus. Na, deswegen habe ich dieses Video gemacht, damit, falls bei eurer Geburt so irgend sowas ist, dass ihr im Hinterkopf habt, da ist vielleicht eine Lösung für. Oder auch, dass ihr während der Schwangerschaft schon guckt, wie das Baby liegt. Hebammen sagen oft, ach, Kopf unten, das passt. Oder die Ärzte auch in der Schwangerschaft. Da wird geguckt, ah, der Kopf ist unten, perfekt. Da wird aber in der Regel eben nicht geguckt, liegt der Rücken nach vorn oder liegt der Rücken nach hinten. Dabei ist das eine wichtige Sache und es ist wichtig und gut, das vorher zu wissen, damit man nachher keine Überraschung hat. Ja, also findet vorher mal raus, ob der Rücken nach hinten oder nach vorne ist. Ja, genau, die Übung, der Miles-Circuit-Übung. Ich zeige euch mal die erste. Die erste ist nämlich die wichtigste. Die erste hat das Ziel, das Baby wieder aus dem Becken raus zu manövrieren ein Stück, damit sie es drehen kann. Gerade wenn das schon im Becken gut drin ist, aber eben verkehrt rum, kommt das von alleine schwer da wieder raus. Und deswegen macht man diese Übung, sollte man machen mit Wehen, weil man die nämlich 30 Minuten halten soll. Und üblicherweise Übungen, wo man das Becken hochlagert, sollte man, wenn das Kind in Schädellage schon liegt, nicht länger als eine Minute machen, weil wenn man keine Wehen hat, kann es passieren, das Kind dreht sich dann in Beckenendlage, was man nicht will. Deswegen macht man solche Übungen Becken hochlagern länger, nur mit Wehen. Die Wehen halten das Kind am Platz, dass es sich eben nicht umdrehen kann. Also das ist eine Sache, die man wenn die Geburt halt nicht so richtig losgeht, weil das Kind schlecht liegt oder wenn die Geburt am Laufen ist und es geht nicht voran, weil das Kind nicht gut liegt, dann ist diese Übung gut geeignet. So, ich zeige euch mal die erste. Es geht so, auf irgendeine Unterlage ist egal, Hintern hoch, die Knie nicht so nah ran, sondern weiter weg, damit der Beckeneingang schön groß wird und Oberkörper tief und Popo hoch. So, und das eine halbe Stunde halten. Und wenn man noch jemanden dabei hat, kann man schön ein bisschen das Becken, man kann auch selber mit dem Becken ein bisschen schaukeln oder jemanden anders das Becken schaukeln lassen mit einem Tuch. Man kann hier ein Tuch durchhängen und so halten, dann muss die Mutter nicht die ganze Kraft da aufbringen, sich so zu halten. Aber auf jeden Fall ist das die Übung. Und es kann schon ein bisschen anstrengend sein, das zu halten, wenn man gerade in der Geburt ist. Aber das befördert das Kind ein Stückchen aus dem Becken wieder raus. Ja, und die anderen Übungen sind dann einfach nur zur Unterstützung, dass das Kind sich gut eindreht ins Becken. Ja, wenn euch das gefallen hat und ihr Geburtsnerds werden wollt oder seid und noch ganz viel mehr wissen, gibt es jetzt die Alleingeburt Akademie. Die hat die Mia Gonzales gegründet und ich mache da im Rahmen einer Ausbildung zur Alleingeburtmentorin Vorträge über Geburtsthemen, unter anderem auch über dieses Thema und alles solche Sachen. Also, falls euch das interessiert, könnt ihr euch ja mal das genauer angucken und falls ihr Lust habt, könnt ihr da ja mal mitmachen. Ja, und wenn das euch zu viel ist, könnt ihr natürlich auch mein Buch lesen. Genau, das war es, was ich zum Sterngucker erzählen wollte. Ich muss mal gucken, wann ich wieder irgendwie ein Update mache. Auf dem Bauernhof ist gerade große Baustelle. Da wollte ich eigentlich noch ein kurzes Video dazu machen. Gefilmt habe ich es schon. Mal gucken. Ja, ich mache auf jeden Fall ein Jahres Rückblick, Vlog, weil ich es jetzt nicht geschafft habe, so Halbjahresvlogs zu machen. Also, da kommt auch mal wieder was. Ist geplant, ein paar schöne Bildchen zusammenschnippeln und als Video zusammenstellen. Da habe ich Lust drauf. Ja, aber sonst bin ich einfach ziemlich beschäftigt. So, jetzt muss ich meine Erbsensuppe zu Ende machen. Die kocht nämlich gerade. Bis dann. Tschüss.